So, hallo meine Süßen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Bevor ihr irgendetwas macht, freue ich mich natürlich, wenn ihr mir ein Abo dalasst und wenn ihr einen Daumen nach oben gebt. Und sehr gerne freue ich mich natürlich auch über Kommentare, das ist immer total lieb. Und ich könnte euch immer einzeln knuddeln, ne? So süß und lieb seid ihr. Also ich habe nun wirklich eine fantastische Community, aber ich würde mich auch sehr freuen, wenn sie weiter wächst. Und ihr könnt mich auch gerne weiterempfehlen, weil dann kann ich nämlich auch mehr Videos drehen und euch weitere Produkte empfehlen. So, heute geht es um Black Friday Empfehlungen im Bereich der Pflege. Was ist denn so empfehlenswert von wegen K-Beauty, ne? Korean Beauty? Ich stelle sehr gerne Pflegeprodukte aus Korea. Ich war schon zweimal da und habe das da kennengelernt und war immer sehr, sehr, sehr angetan von den ätherischen Schönheiten dieser wunderbaren Frauen, der schönen Frauen und auch Männer in Korea und dass die sich so ihren ganz speziellen eigenen Look haben und auch ein ganz speziellen eigenes Schönheitsideal haben, was so doch schon sehr stark von unseren oder von meinen westlichen Empfindungen halt irgendwie abweicht, aber sehr, sehr, sehr schön. Also das heißt, so ein dunkle Foundation oder Bronzer oder sowas wirst du da kaum finden, sondern es geht wirklich alles um hell, Glow Skin, Glass Skin. Es muss alles schön aussehen, ebenmäßig. Alexa, stopp. Also sehr ebenmäßig, ne? Wird auch mit viel mit sehr schöne, ebenmäßige, klar, so transparente Haut, ne? Und wenig Bronzer, also wenn, dann nur so ein bisschen Rouge und dann ist das Lippen so drauf getupft und sowas. Ach, fantastisch. Ich kann mir vielleicht so einen Look schminken, wenn euch das interessiert. Sieht einfach toll aus. Muss natürlich auch zum Typ passen, ganz klar, ne? Aber es gibt um das A und O, um diese wunderbare, gleichmäßige und auch tolle Haut und diese gepflegte Haut, diese saftige Haut, diese jugendliche Haut zu haben, ist natürlich die Pflege. Da war ich völlig überfordert. Auch wenn ich im Internet gucke, bin ich völlig überfordert. Es gibt so viele Firmen, es gibt so viele Empfehlungen, so viele verschiedene Produkte, wo man natürlich nicht weiß, von wegen, was soll ich denn jetzt nehmen? Und da wollte ich euch so ein bisschen Licht ins Dunkel bringen. Da möchte ich euch so ein paar Empfehlungen geben, die ich schon lange, also sehr oft nachgekauft habe, die mir sehr, sehr gut gefallen und wo ich auch wirklich die Hand dafür ins Feuer legen kann und sage von wegen, das sind tolle Produkte, die eine sehr schöne Pflegewirkung haben, die mir einfach gut tun, ne? Also wo ich auch dann, die ich gerne verwende, ne? Wo man halt irgendwie entweder so ein Pflegeerlebnis oder so ein Dufterlebnis hat, ne? Wo man einfach immer eine positive Assoziation hat, wo ich einfach wahnsinnig gerne verwende und die stelle ich euch so ein paar vor. Das sind also für mich also alles quasi Nachkaufprodukte oder auch eben Produkte, die mir zum Teil von anderen empfohlen wurden und die ich deswegen halt eben eingekauft habe. So, und bevor wir jetzt lange weiterreden, möchte ich euch die Produkte zeigen und dann wollte ich euch noch darauf hinweisen, ich habe die Produkte bei Stylevana gekauft. Das ist eine Homepage, die ähnlich wie andere asiatische Homepages zwar in Asien gelegen sind, die aber halt eben auch nach Deutschland versenden. Und ich habe da jetzt schon ein paar Mal bestellt und ich habe nie Zollgebühren zusätzlich zahlen müssen. Wie sie das machen, weiß ich nicht. Also auf jeden Fall muss ich keine extra Zollgebühren zahlen. Das war sehr, sehr positiv. Es kann natürlich schon mal 2-3 Wochen dauern, bis so ein Päckchen da ist, aber es dauert nicht 4 bis 6 Wochen. Ich habe also auch schon von anderen, bei anderen Homepages bestellt, da hat es schon sehr, sehr lange gedauert. Da hast du es schon fast vergessen, dann kam nach 2 Monaten endlich mal das Päckchen, weil es irgendwo im Zoll hängen blieb. Bei Stylevana ist es besser. Also es ist jetzt nicht in 3 Tagen da, aber es ist also spätestens nach 14 Tagen habe ich meine Ware immer bekommen. Es war nicht sehr positiv. Und das Schöne ist, dass die Produkte haben, die mir so gut gefallen. Also es gibt ja nicht immer, dass jeder alles hat, sondern Stylevana hat tatsächlich die Produkte, die mir sehr am Herzen liegen. Und deswegen kann ich es euch auch empfehlen. Schaut einfach mal vorbei. Und es gibt natürlich jetzt am Black Friday gibt es natürlich auch spezielle Angebote, die ihr nicht verpassen solltet. Und deswegen sind es halt meine Empfehlungen für euch. Das ist jetzt egal, ob ihr jetzt eine reife Haut habt oder eine trockene. Also es kann auch eine trockene Haut sein. Also ist jetzt nicht für speziell für unreine Haut die Empfehlungen, sondern eher wie gesagt für reife und für trockene Haut. Und den Rabattcode, den blende ich euch auch extra ein und
schreibt ihr natürlich auch alle Produkte unten in die Infobox und verlinke euch die. Und schaut euch einfach mal das Video an und wenn euch irgendetwas gefällt, dann könnt ihr euch ja überlegen, ob ihr da Interesse habt, es zu kaufen. Dann würde ich sagen, gehen wir mal in Medias Res. Viel Spaß beim Video. Meine Lieblingssachen. Also es sind alles so wieder mal Klassiker oder die ich schon ganz oft nachgekauft habe oder die ich euch wirklich wärmstens ans Herz legen kann, weil sie Bärbel-approved sind. Also meine Pflege kaufe ich ja sehr viel in Korea. Seitdem ich die da kennengelernt habe und ich bin da sehr, sehr, sehr mit zufrieden, weil es einfach mir ein gutes Hautgefühl gibt. Die haben eine tolle Konsistenz und haben verschiedene Schritte, zum Beispiel auch um den pH-Wert ein bisschen auszugleichen. Ein extra Toner oder eine ganz dünne Essenz oder vielleicht wieder so eine Lotion oder eine Cream. Also ganz unterschiedliche Konsistenzen, um verschiedene Bedürfnisse zu befriedigen. Also eins meiner allerliebsten habe ich euch schon ein paar Mal gezeigt. Das ist Innisfree Yeoud Orchid Lotion. Das kommt hier in so einer lilafarbenen Flasche. Die habe ich schon ein paar Mal gekauft und das ist eine ganz tolle Konsistenz für morgens, für abends und ist halt eben auch speziell für reifere Haut geeignet. Gibt es auch als Creme, also wenn ihr sehr, sehr trockene Haut habt, gibt es sie auch als Creme. Ich mache das meistens so, ich nehme die immer das ganze Jahr, ich nehme die auch morgens und abends und wenn ich abends, also wenn es im Winter noch ein bisschen trockene wird, die Heizungsluft, dann nehme ich immer noch als Abschluss noch ein schönes Öl obendrauf. Ich liebe Öle. Dann habe ich mir hier wieder meine CanMake japanische Sonnenschutz gekauft. Die habe ich auch schon ein paar Mal gekauft. Und zwar hat die auch SPF 50 und PA 4+. Also auf das PA 4+, solltet ihr achten, um einen hohen UVA-Schulterfilter zu haben. So sieht die aus. Die ist klar. Also es gibt eine, die ist weißlich. Die finde ich nicht so gut. Und die ist klar. Da solltet ihr drauf achten. Die ist sehr, sehr schön. Dann habe ich mir hier nochmal eine meiner liebsten Cushion Foundation gekauft, Magic Cushion Cover Lasting Nummer 23 von Misha. Das ist die hier. Hat zwar eine sehr, sehr hohe Deckkraft, aber sieht super Bombe aus. Super natürlich. Also ist wirklich Magic. Einziger Nachteil ist mit der Shade Range. Ne? Ist natürlich alles für sehr helle Koreaner ausgerichtet, nicht für Mitteleuropäer. Aber eine ganz, ganz tolle Geschichte. Dann habe ich hier das erste Mal probiert, hier Haru Haru Wonder Black Rice Hyaluronic Toner. Der hat sogar einen Red Dot Award 2019 bekommen. Schaut euch das an hier. Und zwar, von dem habe ich schon einiges Gutes gehört. Und Ultra Deep Technology. Und da halte ich euch mal auf dem Laufenden, wie der so ist. Dann habe ich mir gekauft von Isntree, das ist ein Hyaluron-Gel. Und ich mag ja gerne morgens so einen frischen Kick und da mag ich auch gerne Hyaluron. Allerdings, wie gesagt, bringt es nur was in Verbindung mit Feuchtigkeit, dass ihr halt Feuchtigkeiten-Spray oder irgendeine Essenz oder sowas verwendet, damit die Hyaluronsäure überhaupt diese Feuchtigkeit binden kann und nur dann hat es einen Plumping-Effekt. Und die hat 5 verschiedene Typen von Hyaluronsäure, weil es gibt ja kurz-, mittel- und langkettige. Und je länger kettig und je höher das Molekulargewicht und je länger kettig, desto weniger dringt es natürlich in die Haut ein. Und nur die ganz, ganz kleinen können überhaupt in die Haut eindringen. Und dann hat man halt eben verschiedene Säuren in verschiedenen Schichten und hat halt eben, wie gesagt, diese Wasserbindungskapazität. Da bin ich auch mal sehr gespannt. Tatsächlich auch von Isntree so eine Nagelschere mal gekauft. Irgendwie haben wir da eine gebraucht. Und da habe ich gedacht, why not? Und kommt hier in so einem schönen Päckchen an. Ah, die hat hier so ein Gummi-Überzieher. Ne? Klick, 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 klick. Die sieht schön handlich aus. Schön klein. So. Nach wie vor nachgekauft, immer, immer wieder. Mein Time Revolution Night Repair Ampoule 5X Extreme Biome von Misha. Ein wunderbares Serum, was halt nicht nur tolle Feuchtigkeit gibt, sondern halt eben auch auf Dauer einen Anti-Aging-Effekt haben soll. Wie auch immer, auf jeden Fall finde ich es von der Feuchtigkeit her und vom Hautgefühl her sehr, sehr, sehr gut. Und ich habe das auch schon ein paar Mal nachgekauft und finde das großartig, das nehme ich immer abends. Von Peripera, ein Lippentint, Rosy Nude.
Es hat eine ganz, ganz, ganz cremige Konsistenz. Hat einen ganz, ganz leicht fruchtigen Geruch. Das sieht aus wie meine Lippen. Das ist wirklich Rosy Nude. Also okay, meine Lippen haben die Farbe Rosy Nude. Und da gibt es auch so eins von MAC, das hat auch so eine ähnliche Konsistenz, ne? Super, super toll auf den Lippen. Sehr schön. Genau, von Peripera, das ist das. Dann habe ich mir tatsächlich für meine Augenbrauen etwas gekauft von Innisfree, einen Augenbrauenstift. Der hat hier einfach so ein Bürstchen, auf der anderen Seite ist er noch zugeklebt. Den relativ großen Umfang, also großen Durchmesser, bin mal gespannt. So ein bisschen auf der härteren Seite, hat aber eine schöne, aschige Farbe. Sehr schöne, gefällt mir gut. Bin mal gespannt. Dann wollte ich meinen Füßen mal was Gutes tun. Und zwar habe ich auch von Innisfree Special Care Mask für die Füße habe ich mir gekauft. Ne? Die machen ja alles. Ne? Also ich habe da sehr viele schon fürs Gesicht verwendet. Und so eine Fußkur finde ich irgendwie auch mal gut. Da lasse ich euch auch wissen, wie die ist. Und dann noch ein richtig schönes, so ein 4er Eyeshadow Box. Die fand ich auch sehr, sehr, sehr hübsch von den Farben her. Da ist ein Glitzer und drei Matte. Und zwar ist das von, ich kann es gar nicht lesen, das heißt Rose Ending, Rosy Ending von Saem, also oder Sam, S-A-E-M, Rosy Ending. Da bin ich mal gespannt. Das wirkt ein bisschen trocken, das Glitzer. Das ist aber sehr, sehr glittrig, sehr trocken. Die Matten fühlen sich gut an. Wobei die so einen leichten... Oh, Jesus Maria, aber das schau. Hat schon ganz schön Power. Das hat so ganz unterschiedliche Farben. Besser auf dem Swatch als gedacht. Sehr schön. So, das ist das hier. Lauter schöne neue Sachen. Neue und alte schöne Sachen, die ich euch wirklich die Klassiker, die ich euch sehr ans Herz legen kann, die also wie gesagt schon mehrfach nachbestellt sind und wo ich wirklich meine Hand für ins Feuer lege. Ihr wisst ja, ich empfehle euch nur Sachen, die wirklich, wo ich davon überzeugt bin. Ja, ich schreibe euch alle Informationen unten in die Infobox und auch alle Links. Da könnt ihr es über die Links ganz einfach bestellen, müsst es nicht suchen, aber es bleibt euch natürlich frei belassen. Sehr, sehr viel Spaß beim Shoppen oder auch nur beim Stöbern, wenn ihr ein bisschen Zeit und Lust dazu habt natürlich. Und ansonsten vielen, vielen Dank für eure wertvolle Zeit, dass ihr die mit mir verbracht habt. Ich wünsche euch alles Liebe, alles Gute, bleibt gesund, werdet gesund, bis hoffentlich bald. Tschüss. Yeah, make all the demons quiet, yeah, we were built to thrive, yeah.